Hallo liebe YouTube-Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex Filmfilm mit einem weiteren Video. Und zwar ist es heute mal mein erstes Review. Ich habe mir einfach meinen Film ausgesucht, welcher nicht ganz so oft vorgestellt wurde, meines Erachtens nach. Und zwar, wie man sehen kann, geht es um den Film The Devil's Playground. Dieser Film ist ein Film von Mark McQueen, wie man sehen kann. Und er kommt aus dem Jahr 2010. Und ist auch gleichzeitig sein Regiedebüt. Die Story ist eigentlich allzu typisch für einen Zombie-Film. Es geht darum, dass ein großer Pharmakonzern versucht, ein Aufputschmittel für die Bevölkerung herzustellen, welches allgemein leistungsfähiger machen soll. Und deswegen schicken sie 30.000 Testpersonen in ein Labor. Leider stellt man nach kurzer Zeit dann fest, und das geht auch ziemlich schnell zur Sache, was ich auch gleich positiv finde, es kommt zu Nebenwirkungen und 29.999 der Patienten, der 30.000 Patienten kriegen Nebenwirkungen und verwandeln sich in blutrünstige Infizierte. Es handelt sich in dem Film also nicht um Untote, wie man sie aus klassischen Filmen Night of the Living Dead kennt, sondern es handelt sich um Infizierte, wie zum Beispiel in Dawn of the Dead oder 28 Weeks oder Days Later. Schauspieler leisten eine echt gute Arbeit. Es ist eine Low-Budget-Production, wie gesagt aus dem Jahr 2010. Und ja, die Story wird dann halt fortgeführt, dass ein Auftragskiller der Firma, welcher Informanten dann finden soll, um sie umzubringen, ein schlechtes Gewissen bekommt und sich dann und dann die Frau sucht, welche, beziehungsweise dann die Person sucht, welche keine Nebenwirkungen zeigt. Natürlich ist diese Person dann eine der wichtigsten der Menschheit, weil diese ja dann ein Gegenmittel herzustellen versucht. Naja, was sich spaßig interessant anhört, ist es in vielen Szenen sogar, aber so prall ist der Film nicht. Aber kommen wir erstmal zum Technischen. Also zum Bild. Oder wir haben erstmal ganz klassisch zur Veröffentlichung an sich, kann man sagen. Sie sieht sehr schön aus, das Cover sieht sehr interessant aus. Das Zeichen hat sich heutzutage ein bisschen abgenutzt, dieses Atominfiziert-Sein-Zeichen. Zum Beispiel aus 28 Weeks Later kennt man dieses Zeichen ja auch. Es ist ein Wendecover vorhanden, was natürlich auch positiv anzumerken ist. Vor allem im Jahre 2010, da war ich auch noch nicht gang und gäbe. Von innen sieht man noch einmal die CD an sich. Und ja, durch das Wendecover natürlich ziemlich uninteressant. Disc sieht aber trotzdem ganz nett aus. Auf jeden Fall kann man sich nicht beklagen. War auf jeden Fall zufrieden. So, zum Technischen an sich. Der Film bietet ein recht solides Bild, welches auch auf, ich sehe hier die Blu-ray, welches ziemlich scharf ist, also schon gestochen scharf würde ich nicht sagen, was ist schon die Kamera, die gewählt wurde, haben sie eine gute Wahl gemacht, also die sieht wirklich nicht schlecht aus. Das Bild, natürlich, logisch. Und ja, das Bild wirkt auch in keiner Szene weit inkonsistent. Das, was den Film auszeichnet, ist, dass die Farbsättigung, und zwar ist der Film sehr kalt gehalten, was natürlich hauptsächlich dazu beigetragen hat, zur Atmosphäre. Und das haben sie auch erreicht. Also er ist schon ganz schön atmosphärisch, der Film. Was man auf dem Cover sieht, lässt schon mal erahnen, was der Film so zu bieten hat. So an Splatter-Szenen. Ich würde nicht als richtigen Splatter-Film abstufen. Er ist schon etwas niveauvoller, es ist kein sinnlos Gesplattere. Story ist ja schon vorhanden. Gefiel mir auf jeden Fall so an sich ganz gut. Hier sieht man dann diesen Ex-Elite-Soldaten, diesen Auftragskiller, der natürlich dann die Gruppe leitet, der mit der Waffe umzugehen weiß und natürlich dann sozusagen der Chef der Gruppe ist mit den Plänen etc., also wie man es kennt, das ist also wirklich klassische Rollenverteilung, mehrere Überlebende und somit die halt von A nach B wollen.
Ich würde den Film mehr als einen Genre-Mix nicht aus 28 Days and Weeks Later oder sonst was sehen. Ich würde ihn mehr als Genre-Mix zwischen 28 Weeks Later und vor allem The Craziest sehen. Also ich würde ihn auf jeden Fall so in die Kategorie einstufen, aber dennoch eine Nummer schlechter. Also das muss man wirklich an der Stelle sagen. Allzu spannend ist der Film nicht. Hat einige nette Szenen, aber es ist einfach nur kurzweiliges Entertainment. Soundtechnisch auf meiner 5.1 Anlage lief es ganz gut. Also konnte ich mich an sich eigentlich nicht beklagen. War eigentlich nicht schlecht für so eine günstige Produktion. Es ist in einem DTS HD Master 5.1 Audio vorhanden und ja, gefiel mir auf jeden Fall recht gut. Aber wie gesagt, also richtige Räumlichkeit ist schon vorhanden. Bild ist auch ganz okay, also auf jeden Fall technisch gesehen die Veröffentlichung nicht schlecht. Also jetzt kommen wir mal zu der Brutalität. Dieser Film ist in Deutschland uncut erschienen, ab 18 Jahren, ist aber wirklich nicht allzu brutal. Er hat ein, zwei härtere Szenen, welche dann auch schon nicht schlecht sind. Also geht damit unter schon ein wenig zur Sache, aber es hält sich alles noch im Rahmen. Also es ist wirklich nicht irgendwie jetzt bestialisch oder so ein richtig unnormal kranker Film. Es sind auch CGI-Effekte vorhanden. Das ist ja vor allem bei günstigen Produktionen ja immer noch die Alternative zu den teureren handgemachten Splatter-Effekten. Spielt, wie man auch schon sehen kann, auf dem Cover in London. Möchte vielleicht auch ein wenig an 28 Weeks und Days Later erinnern, der Film. Irgendwie in der Liga mitspielen, aber so gut ist der Film jetzt nicht. Schauspieler ja Danny Dyer, Craig Fabris und Jamie Mary. Leisten auf jeden Fall alle sehr solide Arbeit. Also kann man nichts falsch machen. Kommen wir nun zum Gesamturteil, oder nee, sagen wir einfach vorne fast zum Bonusmaterial, welches nicht vorhanden ist. Es gibt lediglich ein paar Trailer-Szenen, eine Trailer-Show und kein Making-of, nichts, also das ist wirklich gar nichts. Aber nun, ja, also Gesamtfazit würde ich sagen, würde ich dem Film 6 von 10 Punkten geben. Er ist ganz spaßig. Kurzweiliges Entertainment, 97 Minuten meine ich waren das, genau, 97 Minuten lang. Man hat schon, es gibt wesentlich bessere Filme im Zombie-Genre, auch was Low-Productions betrifft, aber es ist dann noch eine Alternative, welche auf jeden Fall für einen Filmabend einmal gucken, ist der Film auf jeden Fall schon ganz gut geeignet. Hätte mich auch wirklich aufgeregt, wenn der Film hier geschnitten wäre, worden wäre und ich mir hätte importieren müssen und der dann letztendlich nicht mein Stil gewesen wäre, beziehungsweise mein Ziel ist ja natürlich schon, ich liebe Zombie-Filme, das ist eigentlich mit auch besten Filme sind für mich Zombie-Filme, aber ich hätte mich schon aufgeregt, wenn ich teures Geld für den Import bezahlen müsste, wenn der geschnitten worden wäre, aber da haben wir ja Glück gehabt. Man weiß ja nie, die USK oder FSK hat ja auch mitunter schlechte Tage. Wofür wir diese dann wirklich geschnitten worden wären, das wollte ich auch an dieser Stelle sagen. Also, es gab ein, zwei Szenen, wo ich auch gedacht habe, Mensch, das haben wir drin lassen, ist ja nicht schlecht. Ja, das war eigentlich soweit mein Urteil. Solider Film. Wer auf Gesplatter steht, ist bei diesem Film allerdings nicht unbedingt richtig, es ist kein absoluter Splatter-Film. Also beispielsweise ist Dawn of the Dead wesentlich härter, 28 Weeks Later auch. Er nimmt nach kürzerer Zeit Fahrt auf, was ich dem Film sehr positiv anrechne. Kein langes Gequatsche, zumindest nicht am Anfang. Darsteller bleiben relativ unbeleuchtet, meines Erachtens nach, waren mir auch nicht allzu sympathisch. Abgesehen von einem der Überlebenden, einem jüngeren Mann, hatte einen sympathischen Eindruck gemacht, sag ich einfach mal so. Allerdings waren die Leute sonst ein wenig unsympathisch. Aber nun ja,
ich hoffe auf jeden Fall, ich würde mal sagen, mehr zu dem Film ist nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Anregungen jetzt bitte in den Kommentaren. Auch gerne Kritik, was ich nächstes Mal besser machen soll, was ich sagen soll. Ich bin ein wenig unbeholfen. Habe jetzt auch schon 10 Minuten Marke geknackt. Na, immerhin. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein wenig gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß.